Rhabarbertorte. Zutaten für 12 Stücke. 5 Gut Frühlingshofeier. 125 Gramm Bionis Butter. 250 Gramm Bionis Weizenmehl. 60 Gramm Puderzucker. Kantesel. Jodsalz. 250 Gramm Zucker. 1/2 TL bei Backpulver. 3 EL Marlene Aprikosenaufstrich. 600 Gramm Rhabarber. 8 Blatt weiße gelettene. 125 Gramm Milbona Quark. 150 Gramm Bionis Joghurt. 400 Gramm Milbona Schlagsahne. 2 pk. Balbeck Vanillenzucker. Zubereitung. Eier trennen. Butter würfeln. Mit 1 Eigelb, 190 Gramm Mehl, einer Prise Salz, Puderzucker und 2 bis 3 EL Wasser rasch verkneten, 60 Minuten kühl stellen. Eiweiß mit 5 EL kaltem Wasser steif schlagen, dabei 150 Gramm Zucker einrieseln lassen. Übriges Eigelb kurz unterrühren. Restliches Mehl, Stärke und Backpulver mischen und da über sieben, unterheben. In eine am Boden mit Backpapier ausgelegte Springform streichen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius 20 bis 25 Minimum hell backen. Abkühlen lassen, aus der Form lösen und quer in zwei Böden schneiden. Mürbete ich 3 bis 4 mm dick ausrollen, einen Kreis, 0,26 cm, ausschneiden, mehrmals einstechen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, im Ofen bei gleicher Temperatur 20 Minuten backen. Aus Teigresten Osterhäschen. Ausstechen, die letzten 10 Minuten mitbacken. Auskühlen lassen. Mürbete ich Boden mit verrührter Konfitüre bestreichen, mit einem Biskuitboden belegen und Springformrand da umschließen. Rhabarber schälen, klein schneiden. Mit übrigem Zucker weich garen. Gelettene einweichen, ausdrücken, im lauwarmen Rhabarber auflösen, abkühlen lassen. Quark und Joghurt unterrühren. 150 Gramm Sahne steif schlagen und unterheben, wenn die Masse zu gelieren beginnt. Auf den Biskuit streichen, mit zweitem Boden abdecken und 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Vor dem Servieren übrige Sahne mit Vanillenzucker steif schlagen. Torte aus der Form lösen, rundherum damit bestreichen, mit den Mürbete ich Heischen und Zuckereiern verzieren. Mit Zitrusmarmelade. Vorbereitungszeit. 30 Minuten. Zubereitungszeit. 50 Minuten. Für einen Kuchen von 23 cm. Durchmesser. 2 EL heißes Wasser. 1 Wiebecher Mehl. 1 Kilogramm Äpfel, Goramismis. Geschält, in Scheiben 3 EL Marmelade von Zitrusfrüchten einer Prise Nelkenpulver vor 2 Becher Feinzuckereiweiß, ungeschlagen zum Bepinseln Zucker zum Bestreuen Zimt zum Bestreuen. Mit heißem Wasser zerlassene Butter zum Mehl geben und zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Bei Bedarf etwas Mehl oder heißes Wasser zufügen. Auf bemehltem Brett zügig ausrollen. Eine Springform von 23 cm Durchmesser mit dem Teig ausschlagen. Apfelscheiben, Marmelade, Nelken und Zucker mischen und auf dem Teig verteilen. Teigränder mit heißem Wasser bepinseln. Deckplatte aus übrigem Teig auflegen, Ränder fest zusammendrücken. Nach Belieben mit dekorativ geschnittenen Teigresten verzieren. Die Mitte einstechen, damit der Dampf abziehen kann. Mit Eiweiß bepinseln und großzügig mit Zucker bestreuen. 40 bis 50 Minuten bei 190 Grad Celsius goldbraun backen. Mit Alufolie abdecken, falls die Oberfläche zu stark bräunt. Vor dem Servieren mit Zimt bestäuben. Heiß oder abgekühlt mit gesüßter Zimtschlagsahne zu Tisch. Vorbereitungszeit. 20 Minuten. Zubereitungszeit. 30 Minuten. Für eine Torte von 28 cm. Durchmesser.
375 Gramm Tiefkühlblätterteig, aufgetaut. 4 Kochäpfel, geschält, in feinen Schnitzen. A Becher Aprikosenmarmelade. 1 EL Weißwein oder Wasser. Teig zu einer runden Platte ausrollen und in eine Form von 28 cm Durchmesser legen. Eng mit überlappenden Apfelschnitzen belegen. Marmelade mit Wein. Französische Apfeltorte. Äpfel sorgfältig mit der Masse bepinseln. 25 bis 30 Minuten bei 200 Grad Celsius backen, dabei gelegentlich mit Marmelade bestreichen. Soll die Oberfläche glasig glänzen, den Kuchen gegen Ende der Backzeit unter die Oberhitze schieben. Warm servieren. Vorbereitungszeit. 15 Minuten. Zubereitungszeit. 20 Minuten. Für 2 Fladen. 250 Gramm Butter. 2 Becher Feinzucker. 2 14 Becher Weizenmehl L/I Becher Reismehl. Eine Butter und Zucker gut. Vermengen. Beide Mehl. Sorten zu geben. Zu einem glatten Teig kneten und zu 2 Klößen formen. 2 Die Teigklösse auf 2 mit Backpapier ausgelegte Bleche setzen. Zu runden, 1 cm dicken Platten von 20 cm Durchmesser aus. Schottisches Mürbegebäck. Rollen und die Ränder mit den Fingern eindrücken. Je 8 Tortenstücke markieren. Oberfläche mit einer Gabel einstechen. 3 bei 160 Grad Celsius etwa 20 Minuten goldgelb backen. Etwas abkühlen lassen, dann in die markierten Stücke schneiden oder brechen.